Mit einer allgemeinen Führung beginnt man eigentlich hier in der großen Hofstube. Die große Hofstube zeigt eigentlich, sagen wir mal, Turnierwaffen bis in die Zeit Spätmittelalter. Was wir hier jetzt zum Beispiel sehen, das ist ein Reiterharnisch. Man versuchte, sagen wir mal, sich gegenseitig vom Pferd zu stoßen. Und für die jüngeren Teilnehmer habe ich dann hier einen Helm. Das ist eine Schaller, circa um 1600. Wo ich natürlich hoffe, dass in der Gruppe immer mal einer dabei ist, der diesen Helm auch mal aufsetzt. Und da sieht man mal wirklich, wie wenig so ein Ritter eigentlich zur damaligen Zeit gesehen hat. Und wenn man sich hier mal so einen Ritter im Ganzen anschaut, auf dem Pferd, dann fragt man sich, wie hat man denn so einen Ritter überhaupt erkannt? Ja, entweder anhand des Wappens auf dem Schild oder anhand des Federschmucks. Und auch das wieder, heute sagt man auch manchmal noch, Mensch, der schmückt sich mit fremden Federn. Der eine oder andere muss vielleicht auch mal Farbe bekennen. Ja, und im schlechtesten Fall lässt man halt mal ein paar Federn. Also nicht ohne stolz zu sein, kann ich behaupten, dass wir jetzt dann auf alle Fälle zu einem unserer Schätze kommen. Wenn man von Schatz spricht, meinen die meisten immer, das ist Gold, Silber oder Juwelen. Aber ich spreche von einem Raum. Und zwar spreche ich hier von Intarsienzimmer. Und das Intarsienzimmer, das war damals eine Auftragsarbeit gewesen. Und zwar in Auftrag gegeben hat es der Herzog Johann Casimir. Eigentlich schon sehr ungewöhnlich für damalige Zeit, dass man sowas überhaupt in Auftrag gegeben hat. Und vor allem, dass man es fertigstellen konnte. Es war nämlich genau die Zeit des Dreißigjährigen Krieges gewesen. Und nur aufgrund der Tatsache, der Herzog war ein brillanter Diplomat und es ist ihm gelungen, Coburg 12 Jahre lang aus dem Dreißigjährigen Krieg herauszuhalten, konnte man das überhaupt in Auftrag geben und auch fertigstellen. Also Intarsien, das sind Holzeinlegearbeiten. Man hat Holzstücke aneinander gesetzt und hat so diese Bilder entstehen lassen. Also es werden wohl weit über 100 sein. So einen Raum kann man nicht beziffern, weil er ist auch unverkäuflich. Es wird mir auch immer wieder gesagt, Mensch, das ist ja wie das Bernsteinzimmer, nur in Holz. Also hier haben ganze Werkstätten also circa 6 Jahre lang dran gearbeitet. Also das zeigt eigentlich Luther gemalt damals von Lukas Cranach. Also das ist das typische Gewand, was Luther zur damaligen Zeit eben trug. Der Raum übrigens, in dem wir uns jetzt hier befinden, das sind die Räume, in der Martin Luther 1530 gelebt hat. Das sind die Lutherräume. 1530, das war genau die Zeit der Augsburger Konfession. Martin Luther trug sich schon mit dem Gedanken, mit nach Augsburg zu gehen. Aber man hat diesen Gedanken sehr schnell verworfen. Martin Luther war zum damaligen Zeitpunkt vogelfrei gewesen, was er bedeutet, ein jeder hätte ihn töten können, ohne dafür auch nur im geringsten bestraft zu werden. Und deswegen hat man es als sicherer empfunden, Martin Luther hier zu lassen. Martin Luther lebt ja oftmals unter einem Decknamen. Und hier in Coburg hat er auch einen Decknamen. Hier hieß er Grubock. Das können wir eigentlich alle ganz leicht übersetzen. Wir nehmen einfach mal Coburg und drehen mal um und lesen es von hinten nach vorn und dann kommen wir auf dieses Grubock. Luther hat in diesem halben Jahr hier, also nach heutigen Worten würde man sagen, das war ein absoluter Workaholic. Er hat Teile der Bibel übersetzt, er hat viele Briefe geschrieben, unter anderem den berühmten Brief an seinen Sohn Hänschen. Also er hat mit Sicherheit hier keinen 10-Stunden-Tag gehabt. Ja, Martin Luther befand sich ja, wie gesagt, für ein halbes Jahr hier auf der Feste in Coburg. Und man muss wohl ganz klar sagen, also bis vor der Wende war Coburg mit Sicherheit eine der größten Luther-Gedenkstätten. Und was hat die Feste für Coburg für eine Bedeutung? Ja, es ist eine der größten Burgen und in dem Zustand, wie sie erhalten ist, ist sie einfach immer eine Sehenswürdigkeit. Also allein schon die Fläche, das Imposante, der Name schon, nicht nur Feste Coburg, sondern Fränkische Krone, ist eigentlich, sagen wir mal, für jeden, der Coburg besucht, ist einfach die Feste ein absolutes Muss. Aber das ist ja eigentlich, was wir heute gesehen haben, nur ein ganz kleiner Bruchteil. Wenn wir alle Räume besucht hätten, man kann 4-5 Stunden Führung machen. Und dann hat man immer noch nicht alles gesehen. Und dann geht man nach draußen und schaut sich die Stadt aus verschiedenen Blickwinkeln an. Kann ein Tagesausflug werden, ja.